Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es mal eine kleine neue Footdraft-Serie auf dem Kanal Footdraft Gaming. Ihr kennt mich doch, ist back am Start, Leute. Heute werden wir mal mit den Icons ein mögliches Team bauen, wenn die Icon noch bei ihrem alten Verein spielen würde. Heute mit der Icon von Lampard, war ja bei Chelsea, hatte seine beste Zeit bei Chelsea, wurde da zum Starspieler sozusagen. Deswegen bauen wir heute das Chelsea-Team, wenn Lampard als Icon noch dort spielen würde. Ja, das heißt, wir werden alle Chelsea-Spieler mitnehmen. Was weiß ich, Hazard, Azpilicueta und so weiter und so fort. Schreibt euren Lieblings-Chelsea-Spieler unten in die Kommentare. Ich muss sagen, ich denke mal, die meisten werden Hazard schreiben, meine auch von Chelsea auf jeden Fall. Schreibt es unten in die Kommentare. Lampard war früher übrigens mein Lieblingsspieler, Digga. Absolute Legende, Mann, ohne Scheiß. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, kein Video mehr zu verpassen, müsst ihr halt gerne täglich einschalten und ja, lasst ein Like da, dann sehe ich nämlich, dass ihr das Ganze öfter sehen wollt. Können wir es auch noch mit anderen Icons machen, ja? Del Piero bei Juve und so weiter und so fort. Mal schauen, wen wir da noch alles nehmen werden. Dann würde ich sagen, starten wir ins Video, bleibt bis zum Schluss an. Let's go. 3, 4, 2, 2, Emotion, let's go. Ronaldo Lampard. Ja gut, Icon Lampard ist da. Let's go, kann man machen, Digga. Letztens hatten wir den nicht einmal bekommen, ne, Lampard. Da hatte ich euch ja noch das Video gezeigt. Da haben wir den das erste Mal bekommen, noch nie zuvor gehabt. Und jetzt kommt der schon wieder. Digga, Lampard hat richtig Bock. Okay, erster Icon ist da. Neuer Icon-Rekord incoming. Wir gehen mal, ich gehe sonst eigentlich mal auf rechts, wir gehen mal auf links, komm. Geh auf links, eiskalt auf links. Ganz eiskalt direkt auf links. Ja gut, das war jetzt nicht so eiskalt gut. Wir nehmen Lema mit. Naja, okay, gut. Das war, naja, nicht so. Was ist hier los, Mann? Gut angefangen mit Lampard, seitdem nur noch broke. Absolut broke. Matheus. Wo spielt der? Welche? Angola ist der WTF, Mann. Wo spielt der? Boavista in Portugal. Ja, gut, sehen wir mit, Leute. Den Matheus. Ja, sonst haben wir auch nichts Besseres. Wie immer, Leute, checkt noch gerne mein Shop aus. Ja, nice Designs, ihr wisst ja. In Orange, Blau, Rot, Grün. Als T-Shirt, als Pullover erhältlich. Und wie immer so, ne, natürlich auch. Schwarz auf schwarz, weiß auf weiß. Let's go, let's go. Check den Hasen aus. Weiterhin April-Aktion. April-Aktion? Osteraktion wieder bis Ende April. So rum. Zu jeder Bestellung von einem Pullover gratis LED-Lampe, diese. Oder T-Shirt oder Turmbeutel. Zu eurer Bestellung gratis dazu. Kosten sonst 30 Euro die Lampen oder irgendwie so. Also checkt's mal aus. Und hier, ne, gratis Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Danke an jeden, der mich beim Kauf unterstützt. Freshe Sache. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Gehen wir auf Innenverteidigung. Gott, blau ist immer kacke. Obwohl, könnte Van Dijk. Und scheiß blaue Animation ist immer broke, Mann. Da kommt irgendwie nichts. Ja, wir können eigentlich Mustafi, der linkt. Ja, ich wollte gerade sagen, Mustafi linkt Lampard, weil der Premier League ist. Bruder, Lampard war früher Premier League. Das war's auch wieder komplett. Ex-Chelsea-Team ist am Start. Allerdings, ja, kein Ex-Chelsea-Spieler. Oder war mal einer von denen hier bei Chelsea, der ja, wer weiß. Na gut. Mustafi mit, ne? Was soll der Geiz? Ja, dann ja, komm, Innenverteidiger Nummer 2. Ah, oh, pinke Animation, nächste Icon. Naja, oder nicht, schade. Manolas, De Vrij, Koulibaly, Süd, Miranda. Ja, gut, das war auch wieder scheiße, Mann. Was haben wir für Spieler, ey? Die passen vorne und hinten auch null zusammen, fällt mir gerade. Ah, ja, Süle würde. Mustafi immer in den Linken. Ja, aber der Rest bringt uns auch nicht viel. Wir können vom Ding ja sogar Süle mitnehmen, ne? Der Rest bringt aber wirklich gar nichts. Okay, wir meinen es direkt alle drei Innenverteidiger hintereinander, weil einer von denen muss ja gut werden. Der muss ja jetzt gut werden. Jawohl, das sieht gut aus. Come on. Das sieht gut aus. Walker. Let's go, Alter. Walker ist am Start, Mann. 88er Foot Birthday Karte. Van Dijk kennen wir natürlich auch noch saftig am Start hier, aber Walker, der ist dreimal so saftig wie Van Dijk. Jawohl. Eigentlich nicht. Eigentlich ist Van Dijk besser, aber 93 Tempo. Und Foot Birthday. Foot Birthday geht immer klar. Nehmen wir mit. Sieht einfach fresh aus. Pinke Karte, Isa. Sogar mehr Chemie machen wir erstmal so hier. Machen wir so. Hä? Digga. Warte mal. Na gut, dann lassen wir es so halt. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum das mehr bringt als so. Es bringt gar nicht mehr als so. Was habe ich da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, das bringt mehr. Hat aber nichts gemacht. Okay, Torhüter, dann ZM. Und dann die drei Stürmer. Der wird wieder absolut lost. Aber wirklich absolut lost. Aber absolut lost, Mann. McCarthy. Ja, immerhin in England Link zu Walker. Das war es aber wieder, ne?
Ja, läuft. Der hier, ne? Orozco, der sieht einfach, wie mein Bruder mal sagt, der Typ sieht halt ehrlich safe aus wie Messi. Das könnte halt wirklich Messi 2.0 sein, ich schwöre es euch. Absolute Legende, Mann. Mit dem Bart, mit den Haaren, der sieht ohne Scheiße aus wie Messi. Okay, ZM und dann auf die Stürmerposition. Wieder blau in der Zone Mittelfeld, das ist komplett... Scheiße, Mann. Ey, Fabian immerhin. Na gut, linkt halt Lampard, weil Lampard halt jeden linkt, weil er Icon ist. Eigentlich müssten wir Götze mitnehmen. Jetzt sind wir auf 65, so auf 62. Naja, bringt auch nicht viel, nehmen wir Fabian mit. Naja, weiter geht's. Immerhin eine Foot-Birthday-Karte ist da. Bruder, dein Ernst? Kembo Ekoko, muss das sein? Ich glaube, der Typ, ich habe letztens irgendwo gesehen, der hat irgendwo, ich glaube, einen Doppelpack oder Dreierpack gemacht. Kann das sein mit Bursaspor? Oder ist der jetzt irgendwie gewechselt oder so? Ich weiß nicht, ob der noch bei Bursaspor momentan spielt oder ob der irgendwo gewechselt ist. Ich glaube, der hatte irgendwie ein Tor mindestens. Ich glaube, zwei sogar gemacht gegen irgendeinen guten Verein sogar. Legende, der Typ, Alter. Und der ist bei uns absolute Legende mit seinem Riesenschädel. Aber was ist hier eigentlich los? Was kriegt für Spieler? Rechter Flügel, Silberspieler. Ja gut, Suarez im Sturm ist nice. Lewandowski hier am Start. Aber der Rest, naja, Barcelona-Karte ist da mit Suarez. Das war es sonst aber auch komplett. Ja, müssen wir mitnehmen als Barca-Karte. Läuft bei uns. Okay, linker Flügel. Ab geht's. Das sieht gut aus. Das ist doch mal eine gute Animation. Das ist Del Piero. Nice Sache, Alter. Neymar am Start. Wäre der mal bei Barca geblieben, wäre das fresh gewesen, Alter. Marco Asensio würde uns auf 87 Chemie bringen, aber der bringt uns auf 87 Chemie und dafür ein 93er Rating. Von daher nehmen wir natürlich Alessandro Del Piero mit. Zweite Icon. Das bringt uns nichts. Junge, unser Team ist eigentlich echt scheiße, Mann. Die zwei Icons, okay. Eine Barca-Karte. Naja, gut. Walker for Birthday. Aber sonst... Naja, Hazard ist noch am Start. Also das Team könnte gut werden jetzt noch. Warte mal ab. Da haben wir die nächste Chelsea-Karte am Start. Das Team könnte noch gut werden. Chelsea, zack, Hazard hier rüber. Wenn Lampard jetzt noch bei Chelsea spielen würde, Alter. Ja, das wäre babamäßig, ne? Wenn Lampard noch bei Chelsea spielen würde, das wäre richtig saftig, Alter. Dann hätte hier den grünen Linkmann. Das war noch Zeiten, Alter. Chelsea bei Lampard. Bruder. Das ist eine ganz geile Sache, aber leider nicht mehr. Ich meine sogar, Walker wäre auch mal bei Chelsea gewesen, ne? Ich weiß nicht mehr. Nee, warte mal, von wo ist... Nee, nicht bei Chelsea. Von wo ist der gewechselt? Nee, Liverpool... Wo war der? Bevor der zu City gegangen ist. Liverpool? Arsenal? Irgendwie sowas, Mann. Der kam ja... Ich weiß nicht, Mann. Das war mal nicht Chelsea. Nee, ich bin gerade verpeilt. Boah, wo war der vorher, ey? Ich meine Liverpool... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Schreibt's mal rein. Müsst ihr mal reinschreiben in die Kommentare. Auf jeden Fall ist er ja nicht direkt bei City gewesen, der Premier League. Aber vorher nochmal woanders. Alter, ich weiß nicht. Das war sogar auch ein guter Verein. Das war kein schlechter Verein. Ich meine, es wäre... Ne, Liverpool war das nicht. Ach, ich komme gar nicht drauf, Alter. Keine Ahnung. Kann auch Liverpool gewesen sein, Mann. Doch, das war Liverpool. Ach, ich weiß nicht mehr. Scheiß drauf. Schreibt es in die Kommentare. Einer von euch weiß es wahrscheinlich. Nächste pinke Animation. Let's go. Bellerin. Ah, sieht nice aus. Ah, Aspilicueta. Nächster Chelsea-Spieler. Und passt perfekt ins Team hier. Der ist nämlich richtig saftig. Dann kommt nämlich erstmal der Kollege raus hier. Lampard jetzt noch bei Chelsea wäre. Da hätten wir so die Grünen links am Start. Ich sag's euch, so sind wir zack. So sind wir auf. Na gut. Das bringt erstmal nichts, aber 92 Chemie ist ja in Ordnung. Geht klar. Ist in Ordnung. Okay. 8 Chemie müssen wir noch hinkriegen. Wir müssen mal unseren rechten Flügel austauschen. Der weiß gar nicht, was los ist, Mann. Salah, da haben wir doch einen rechten Flügel. Optimale Sache. Mahrez auch noch, aber Salah ist natürlich besser. Okay, der müsste ein bisschen was bringen oder auch nichts. Ja, geil, Alter. Ja, super Sache. Der Matthäus kann auch mal raus. Ah, bringt uns noch weniger. Scheiße, aber wir brauchen noch einen rechten Mittelfeldspieler aus der Premier League. Komm, einen noch. Oder Mahrez nochmal. Come on. Ja, da ist er sogar, Mahrez, Alter. Young haben wir auch noch am Start. Marquinhos mittlerweile auf 89. Läuft, wir nehmen Mahrez mit. Zack. So. Na gut. Machen wir mal 94, ne? Immerhin geht klar. Fabian muss auch noch ausgetauscht werden. Der ist auch ein bisschen lost da am Start. Aber sonst. Sonst ist es in Ordnung, Mann. Sonst geht klar. Okay, weiter geht's. Let's go. Mit Van de Beek. Was ist das für Spieler, Mann? Alter, WTF. Was soll das? Der Typ hier ist Legende. Der hat hier irgendwie seine Haare. So ein ganz kleines Stück, seht ihr das? Hier oben, ungefähr hier. Einfach so ein kleines Stück blond gefärbt. Absolut stylisches Accessoire. Absolut Styler. Van de Beek nehmen wir mit. Okay, letztens 6 Spieler oder so. Ah, 6 Stück haben wir noch. Oh, Messi, der. Oh, Higuain, Alter. Nice. Da haben wir die nächste Chelsea-Karte am Start. Läuft bei uns. Den Typ bei Chelsea. Kann ich mir irgendwie noch immer nicht so richtig vorstellen. Zack. Dann sind wir auf 100 Chemie. Nice. Okay, wir haben jetzt 2, 3 Chelsea-Karten am Start. Ja, 3 sind's. Dann noch Lampard als Ex-Chelsea-Spieler. Wenn der jetzt noch da wäre, Bruder, wäre das heftig. Das wäre ein saftiges Team, Mann. Wenn Lampard noch bei Chelsea wäre,
absolut schmackhafte Sache. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal, wo war der mal? Ich bin am überlegen, ey. Wo der noch war, oder? Der war, ich kenne ihn halt nur wirklich, da war ich noch zu klein. Ich kenne ihn nur bei Chelsea, Lampard. Ich weiß nicht, wo der noch war. Der war wahrscheinlich noch irgendwo, okay, der war hinterher noch in der MLS, aber vor Chelsea. Wo der da noch war, das, da frage ich mich gerade. Ich glaube, in der MLS war der bei New York dann. Aber ich frage mich, ob der irgendwo bei vor Chelsea noch in der Premier League woanders unterwegs war. Keine Ahnung. Also ich denke mal schon. Oder er kam aus der eigenen Jugend. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, der wäre irgendwo noch anders noch. Naja. Oh, Bobby Moore, Alter. Let's go. Hernandez haben wir auch noch hier am Start. Oh, das ist schmackhaft, Digga. Bobby Moore ist natürlich richtig saftig. Okay, nehmen wir Bobby Moore mit. Ja, komm, stellen wir erstmal hier rein. Okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen neuen Torhüter. Dann ist das Team sogar absolut heftig. Dann ist das sogar sehr, sehr heftig, weil McCarthy mit 77 ist jetzt nicht so geil, Alter. Muss man ja mal ehrlich dazu sagen. Gibt geilere Spieler da auf der Position. Von daher wäre saftig, da noch irgendwie gleich einen anders zu bekommen. Was habe ich gemacht? Ich wollte eigentlich Süden nehmen. Okay, letzten zwei Spieler des Teams. Ab geht's. Warum habe ich jetzt erst einen Torhüter gemacht? Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Fährmann. Pickford. Kepa, immerhin. Oh, wieder sogar noch eine Chelsea-Karte, Alter. Läuft bei uns. Okay, dann haben wir sogar noch hier einen Barber-Keeper. 4 Chelsea-Karten am Start. Beziehungsweise, ja, 4 Chelsea-Karten plus Lampard. 5. Chelsea-Karte. Quasi die 5. Chelsea-Karte. Vielleicht noch einen 6. Leider nicht. Ricardo Pereira haben wir noch. Na gut, aber das Team gefällt mir, Leute. Das hier ist unser Chelsea-Team, wenn Lampard noch da wäre. Ist er aber leider nicht. Schade, kann man nichts machen. Karriere ist over. Zu alt mittlerweile. Aber ja, wäre saftig, Alter. Wenn der nochmal ein Spiel kann er nochmal machen, meine Güte, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Digga. War eigentlich ganz nice. Ich hoffe, wenn es bei euch gut ankam, dass wir das Ganze nochmal machen. Ja, mit anderen Icons. Wir haben noch ein paar andere Icons. Del Piero, hier Bobby Moore. Del Piero bei Chelsea. Del Piero bei Juve und so weiter und so fort. Lasst ein Like, lasst ein Abo, oder wenn euch das gefallen hat. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um es dann zu verpassen. Shop noch auschecken, ja, nice Designs, gibt's in Orange, in Blau, in Rot und in Grün, nur 3 Icons da läuft. Gerne noch abchecken, die hier auch, die Designs, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, auch als T-Shirt, als Pullover erhältlich und noch vieles mehr. Und ja, Osteraktion, ja, bis Ende April, 28er, glaube ich, gibt's zu jeder Bestellung von einem Pullover diese nice Lampe, diese nice LED-Lampe oder ein T-Shirt oder ein Turmbeutel gratis zur Bestellung dazu. Checkt's aus, wenn ihr Bock habt, ich würde mich freuen, Link ist oben in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte von mir gibt es auch noch dazu. Danke an jeden, der mich da mit einem Kauf unterstützt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend, morgen, wann auch immer wieder. Ich habe keine Ahnung, wann das Video schaut. Ist auch egal. Hauptsache, wir sehen uns wieder. Haut rein und tschüss.